Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch einfach mal meinen Roadtrip-Case vorstellen und euch zeigen, was das gute Stück so kann. Im eingebauten Zustand wirkt es als eine Einheit, sind aber tatsächlich zwei separate Module, die sich beide jeweils separat ein- und ausbauen lassen. Einmal dieses linke hier drüben und einmal das rechte auf der anderen Seite. Auf der linken Seite, damit fangen wir an, das ist auch wie das rechte im Schienensystem vom Auto verschraubt, damit es nirgendwo hin kann. Wir haben hier oben ein Ablagefach für Kleinteile, wir haben hier einen 12-Volt-Kühlschrank, der auch eine Frosterfunktion hat und genug Platz bietet, um mehrere Tage die gängigsten Lebensmittel zu lagern. Wir haben hier noch zwei Boxen drunter, wo Kochzubehör und auch nochmal Lebensmittel hinpassen. Normalerweise steht hier auch nochmal eine grüne Box hier vorne und mein Wanderrucksack oder beziehungsweise dann auch der meiner Freundin. Wir haben hier drüben im Seitenfach noch ein Dieselkanister als Ersatz drinne und haben noch ein größeres, eine größere Ablagefläche, so ein bisschen mittig angeordnet, wo sich hier zwei USB-Ports befinden, zwei 230 Volt Steckdosen, das Lüftungsgitter vom Kühlschrank, noch ein Ventilator, um die Luftzirkulation hier drinnen ein bisschen zu verbessern, wenn man das Auto lange irgendwo bei hohen Temperaturen zu stehen hat, damit die Luft nicht so stockt. Haben hier noch ein Ablagefach, ein weiteres, haben hier noch eine Kiste, die man rausziehen kann über die Seitentür, wo ich meine Drohne und so ein Krempel alles drin lager. Und haben noch zugegeben über dieses etwas schlecht zugängliche Fach Ersatzwerkzeug normalerweise drin, Reifendruckspray und ein Wagenheber und derartiges. Und an der Netzwand findet sich alles in der Regel, was man dann so unterwegs braucht, von Mückenspray über ein Windmesser, wenn man mit der Drohne fliegt. Nasse Lappen kann man da aufhängen und das ist dieser Einsatz. Der andere Einsatz ist der, den man auch rausziehen kann, mit der mobilen Küche sozusagen. Das Ganze sieht dann so aus, 63 cm von der Stoßstange entfernt. Insgesamt kann man die Schienen 914 mm weit ausfahren. Zum einen habe ich hier für mein Telefon eine Halterung, um es einfach aufzubewahren, weil man es vielleicht nicht die ganze Zeit in seiner Tasche haben möchte. Eine GoPro kann hier montiert werden. Das ist der Knopf für die Fachbeleuchtung. Wir haben hier einmal ein Display, was mir von der Zweitbatterie die Voltzahl anzeigt. Und darunter verbergen sich noch zwei USB-Ports, die jeweils 4,2 Ampere machen. Beziehungsweise dann halt aufgeteilt auf die beiden, sodass man genug Strom hat, um sein Telefon und alles zu laden. Dann sind hier die Sachen, die man so vielleicht täglich im Sommer oder im Winter halt braucht. Das ändert sich immer mal, da haben die Gegenstände nicht unbedingt immer ihre feste Position. Dann kann man hier noch einmal rumgehen. Hier in dem leeren Fach befindet sich dann normalerweise so die Haarmilch, die man braucht. Hier ist so ein bisschen Zubehör für alles Mögliche. Wasserkanister, alles vorhanden. Dann befindet sich hier versteckt noch eine Lampe, die man hochklappen kann, sodass man dann auch noch mehr Licht zur Verfügung hat. Hier oben ist noch eine temporäre Holzplatte drauf. Eigentlich möchte ich da noch eine andere haben, die dann noch eine Saftrille ringsrum hat und ein bisschen schicker aussieht. Da habe ich mich aber noch nicht entschieden, was für eine. Und das werde ich auch, denke ich, dieses Jahr nicht mehr machen, sondern erst nächstes Jahr. Dann gibt es hier drunter noch ein Fach. Das kann man ausziehen. Ein Besteckkasten, der ist noch nicht so schön und optimal. Das Ganze wird nochmal in naher Zukunft umgebaut. Da hat sich herausgestellt, dass es ein bisschen blöd ist. Dann haben wir hier an der Seite noch Teller, Schüsseln, Aufbewahrungsbüchse. Hier sind noch Becher drin, Thermobecher. Dann haben wir hier ein Kochbuch, einen Gaskocher, zwei Pfannen, noch ein Toaster ist hier unten drin ein bisschen versteckt. Ein Messbecher, noch ein Becher, hier ist wieder Wasser. Insgesamt habe ich, glaube ich, 10 Liter Wasser regulär dabei. Hier sind so ein bisschen Lebensmittel und noch ein paar Kochutensilien mit dabei. Und ganz hinten sind die Gasbehälter für die Gaskocher. Dann haben wir hier oben Putzzeug und derartiges. Und normalerweise befindet sich in diesen drei Fächern Säcke, die aber noch nicht fertig genäht sind. In den ersten beiden sind
wären das Säcke, um die Klamotten zu lagern. Und hier soll eigentlich noch so ein bisschen Kulturbeutel mit hin. Ja, dann kommt man auch dann erst dran, wenn man das ausgezogen hat, für so Gewürze und noch verschiedensten anderen Küchen, kleinen Krempel, die man braucht. Ich habe an verschiedenen Stellen auch überall so ein Gummiband, um die Sachen gegen Verrutschen zu sichern oder dass sie nicht so schnell rausfallen können. Da hatte sich auch im Laufe der Zeit herausgestellt, dass das erforderlich ist. Hier oben befindet sich noch ein Fach mit Ersatzteilen. Da ist noch ein Glühstrumpf drin für die Gaslampe, ein Set, um den Kocher zu reinigen, Ersatzteile für den Wanderrucksack, für den Trinkrucksack oder Trinkbeutel und sowas alles. Auch ist hier die Elektrik untergebracht zum Teil. Da fehlt jetzt aber hier noch eine Schutzabdeckung. Die muss noch, entwickelt werden. Die muss ich noch bauen. Da drucke ich mir was aus dem 3D-Drucker. Kommen wir zu dem vorderen Teil von dem zweiten Einsatz. Hier in der großen Öffnung ist dann normalerweise das Case halt drinne. Und hier hinter sind dann nochmal zwei Fächer, um auch nochmal verschiedenste Dinge zu lagern. Auf dieser Seite kommen tatsächlich auch die Elektrik an. Da sind die Kabel hier ein bisschen runtergestopft, weil die noch ein wenig zu lang sind. Die müssen noch ummantelt werden und noch ein bisschen gekürzt werden. Und unter dem unten im Fußraum hinter dem Beifahrersitz befindet sich dann auch die zweite Batterie, die alles mit Strom versorgt. Wer jetzt fragt, wie lange das Ganze hält, man kann ungefähr, wenn die Batterie voll aufgeladen ist, wenn die Freitag voll aufgeladen ist, dann kann man bis Sonntag problemlos stehen, den Kühlschrank betreiben und Strom verbrauchen. Das geht in aller Regel ganz gut. Also so anderthalb Tage reicht die Stromversorgung. Eine externe Stromversorgung gibt es nicht. Ich kann jetzt nicht irgendwo einen Stecker in die Steckdose stecken oder so und das dann alles betreiben. Gibt es nicht. Das ist auch eigentlich nicht geplant. Ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen zum Case oder zum Kofferraumeinsatz. Sollte ich irgendwas verbessert haben, angebaut haben, geändert haben, dann lasse ich es euch wissen. Vielleicht mache ich nochmal irgendwann ein Video, wie ich es ein- und ausbaue. Ansonsten wünsche ich euch noch ganz viel Spaß und bis demnächst.